Ich kapiere das gerade nicht. Das Spiel jetzt gerade bei mir buggy. Also sehen können die mich hier nicht. Und da muss ich halt einfach mal. Warte mal, das machen wir mal eben. Ach Gott, zuerst mit Impa und Paya reden. Ah, klar, damit wir ja wissen, dass das geklaut wurde. Oh, logisch. Oh, klar. Sonst wissen wir ja gar nicht, dass es weg ist. Link, ich hab nur kurz weggesehen. Was soll ich nur machen? Was los? Das heilige Juwel. Es wurde gestohlen. Und das, wo ich gerade sein Geheimnis enträtseln konnte. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Ich denke, dieser Auserwählte bist du. Paya hat kaum noch geschlafen, weil sie dem Geheimnis des Juwels auf den Grund gehen wollte. Sie glaubt, dass der Segen der Alten sich auf die antiken Schreine bezieht, wie den hier oberhalb des Dorfs. Und dass das Juwel der Schlüssel ist, um einen dieser Schreine zu öffnen. Sie hat so darauf gewartet, dir das alles sagen zu können, und dann ist dieser ganze Schlamassel passiert. Ich habe das heilige Juwel von morgens bis abends gereinigt. Jemand muss es nachts gestohlen haben. Aber Außenseitern ist der Zutritt hier nicht erlaubt. Und ich weigere mich zu glauben, dass es jemand aus dem Dorf war. Dieser heilige Ort wurde von jemandem mit bösen Absichten im Herzen betreten. Ich bin froh, dass Großmutter in Sicherheit ist, aber trotzdem habe ich Angst. Link, Paya ist verängstigt. Vielleicht ist der Verbrecher auch noch in der Nähe. Könntest du nicht kurz bei ihr bleiben? Stimmt. Ja, ja. Link, ich danke euch. Da ihr den ganzen Tag bei mir geblieben seid, habe ich den Mut gefunden, diesen Banditen die Stirn zu bieten. Hier zu sitzen und das Geschehene zu bejammern, ist doch keine Lösung. Ich habe Dorian und Kato befragt, aber außer den Dorfbewohnern haben sie niemanden gesehen. Ich werde versuchen, mich an die Details des Diebstahls zu erinnern. Bedenkt jedoch bitte eines, der Dieb könnte noch in der Nähe sein. Versprecht mir, dass ihr euch des Nachts verdächtigen Personen keinesfalls nähert, egal was sie tun. Ja, ja, wir wissen ja schon, wer das war. Aber wir haben jetzt wieder 19 Uhr, das ist sehr schön. Jetzt stehen die auch wieder ziemlich entspannt da. Dann machen wir mal bis 21 Uhr.
Was haben die in Praia Silver gemacht? Du Schweinchen! Woran du wieder denkst, hä? Bald ist es soweit. Niemand weiß es. Mensch, Kamera. Kamera. So, der müsste doch jetzt eigentlich losdackeln. Definitiv haben die Mandalas ausgemalt. Ach, schön. Jetzt fahren wir mal hinter dem her. Nein, ist keiner da. So, den Kampf machen wir noch. Voll spannend, ja. Wie gesagt, den Kampf machen wir noch. Und dann ist aber... Da ist der Schrein. So, das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Und jetzt gucken wir mal, welche Waffen wir denn so nehmen. Auf jeden Fall soll ich mal hier ein besseres nehmen. Ja, Waffen sind wir natürlich nicht ganz so geil bestückt.
Damit können wir nicht viel ausrichten. Müssen wir eine Lanze nehmen. Die ist wenigstens... Ich weiß, dass du hier bist. Komm schon raus. Du musst hier nicht so rumschreien. Bin ja schon da. Also, du hast das Juwel gestohlen. Da ist aber jemand sauer. Ich dachte mir schon, dass das Juwel den Dorfbewohnern wichtig ist. Warum hast du es gestohlen? Ich bin überrascht, dass du das fragst. Warst du nicht der Erste, der uns verlassen wollte? Du müsstest doch am besten wissen, was das bedeutet. Grrr. Aber am Ende hast du mir sehr geholfen. Um dich kümmere ich mich gleich. Zuerst kümmere ich mich um den Typen da, der sich hinter dir versteckt. Die Waffe ist geil. Was habe ich mich damals schwer getan, weil ich den sehr früh gemacht hatte damals. Da hatte ich noch nicht die Waffen wie jetzt. Ich würde die Jäger auch verlassen, ja. Ich kann nicht glauben, dass mir jemand gefolgt ist. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber das ist alles meine Schuld. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ich bin ein Jäger, so wie er. Aber nachdem ich meine spätere Frau getroffen habe und Vater wurde, wollte ich mein altes Leben hinter mir lassen. Und deswegen ist meine Frau... Ich wollte nicht, dass sie meiner Familie noch mehr antun. Also habe ich meine Position als Wächter genutzt und... Ich habe ihnen Informationen über euch und das Dorf zugespielt. Aber dann habe ich mein letztes bisschen Mut zusammengenommen. Ich wollte mit denen nichts mehr zu tun haben und meine Kinder beschützen. Aber ich hatte sie unterschätzt und so haben sie auch noch Impa und Paya mit hineingezogen. Vielleicht wisst ihr es schon, aber mit diesem heiligen Juwel lässt sich ein antiker Schrein öffnen. Wir hatten bisher kein Glück, aber euch könnte es gelingen. Paya und wir alle wollen euch helfen. Bitte legt das Juwel auf seinen Platz. Ja, das machen wir sofort, nachdem ich mir die geile Waffe geholt habe. Die Windklinge. Go, Steffi, go, Steffi, go, Steffi. Juhu. Also diese Eislanze, ne? Die ist mal mega geil, oder? Ein Schrein! Das Juwel war also wirklich der Schlüssel zu diesem Schrein, Link. Ich habe kein Recht, euch darum zu bitten. Aber könntet ihr, was hier geschehen ist, für euch behalten? Ich will nicht, dass meine Kinder... Ich will nicht, dass Coco und Preco darunter leiden müssen.
Ich weiß, ich kann das Geschehene nicht wieder gut machen. Aber ich werde von nun an das Dorf und meine Familie mit meinem Leben beschützen. Ja, ich halt meine Fresse. Ich hab nichts gesehen. Eigentlich mega sad. Mutter verstorben, Jäger verfolgen, greifen das Dorf an. Ja. Oh ja, Eislanze ist beste. Ja, die war echt nice, muss ich sagen. Als ich damals gegen diesen Jägertypi gekämpft hatte, ey, ich war klein und hatte, ich glaube, 5 Herzen oder was gehabt. Vielleicht, ja. Oder vielleicht 6 Herzen. Ich war da noch ganz klein. Mit dem, also mit dem Link, ne? Das war richtig heftig, den da zu besiegen. Da war ich ein paar Mal gestorben auch. Ich hatte nichts gefühlt, ja. Das war echt krank. Und dann habe ich... Ich war so oft gestorben, weil der mit der Windklinge natürlich, wenn der ja einmal da dich umsemst, dann bist du ja dann fort. Und, dann habe ich dann irgendwann mal diesen Trick herausgefunden mit der Bombe, weißt du. Ich bin immer im Kreis gelaufen, hatte gewartet, bis die Bombe wieder ready war, hab dann die Bombe wieder geschmissen. Das war zwar ein Kampf, das ging 10 Minuten oder was weiß ich nicht. Aber es hatte sich gelohnt. Maronus wäre mal nicht schlecht. Oh ja. Maronus wäre mal sehr gut. Man wusste auch nicht, dass er so drauf ist. Das stimmt. Das stimmt. Als ich zum allerersten Mal bei dem war, ne, also, da standen wir ja hier mit dem Kampf. Da ging einmal so, wumps, sein Schwert, zack, tot. Wo ich mir dachte so, okay. Was mache ich jetzt hier so? Okay, nochmal probiert. Wieder über diese Brücke gegangen. Dann wieder Römps tot. Ey, da ging ein paar Mal ging das so. Ein paar Mal. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so machst du so ein Katz-und-Maus-Spielchen dann so daraus. Ne? Und habe den da mit diesen Bomben dann gemacht. Ich hatte keine Waffe zur Verfügung gehabt, weil die einfach zu klein waren. Ach, Link. Während ich nicht da war, wurde das Juwel... Das Juwel... Was? Das Juwel hat also seine Bestimmung erfüllt? Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Endlich war der Schatz, den wir so lange gehütet haben, euch dienlich. Ich könnte gar nicht glücklicher sein. Link, mögen die alten Götter euch auch weiterhin beschützen. Na, guck mal einer, guck. So, das Ganze wollen wir natürlich jetzt auch abspeichern.
Boah, 2 Uhr haben wir schon. Ich kann mich noch erinnern, wie ich Hinoxe bekämpft habe. War die gleiche Geschichte. Oh ja. Die gleiche Geschichte, ja. Das stimmt. Und ich weiß noch, als ich als zum ersten Mal bei diesem Leunen war. Ich habe gedacht, ich müsste gegen den kämpfen. Eieieiei, ich habe den nicht platt gekriegt. In keinster Weise. War nicht dran zu denken. Und dann habe ich mir dann diese Pfeile dann da eingesteckt und bin dann losgegangen. Und dann war das okay. Und jetzt hier, wo ich das hier gestreamt hatte, da hat es sich bei mir hin und her gebeamt. So, jum, jum, jum. Auf einmal, zack, war ich wieder tot. Weil ich halt einfach nichts machen konnte, ne? Das war schon... Das war schon irgendwie übel. Ich war gar nicht mehr in seinem Bereich. Zack, war da auf einmal hinter mir. Die sind nämlich auch richtig übel, die Leune. Und ich hatte hier im Stream ein richtig, richtig geiles Bild von dem gehabt, wo er mich angegriffen hatte, wo er dann da sein Schwert gezogen hatte und mit diesem Blitz dann da auf mich drauf gehen wollte. So ein Bild hatte ich geschossen. Und dann war ich außerhalb seiner Range, hab gedacht, boah, geil. Und auf einmal war der hinter mir, zack, bumm, tot und das Bild war weg. Es war so schade, jetzt habe ich nur so ein pup einfaches Bild von dem. Weil man hatte auch keine guten Waffen. Das kommt noch hinzu. Das kommt noch hinzu, ja. So, eigentlich habe ich gar keinen Bock aufzuhören, aber wir haben echt schon 2 Uhr. Im Spiel oder mit Handy? Wie meinst du das? Das Foto im Spiel. Ich hatte im Spiel ein richtig geiles Bild gehabt von dem Leunen, wo du ja hin musst für die Zoras da, ne? Für diese Elektropfeile. Da hatte er mich angegriffen und wollte diesen Blitz auf mich machen. Und davon hatte ich ein Foto gemacht. Und da war ich richtig stolz drauf, weil das sah echt mega aus. Bin dem entkommen, war außerhalb der Ranch von dem. Und dann auf einmal beamt er sich wieder hinter mich und zack, bumm, war ich tot. Und das Bild war dann leider auch weg. Ich habe jetzt leider nur so ein Puppe, einfaches Bild von dem. Das hier. Leider. Ja. Ich weiß gar nicht. Nee, die Folge ist auf YouTube auch noch gar nicht draußen. Aber das sah echt cool aus. Das Foto. So, dann ist Kakariko also quasi auch abgefrühstückt. So, die Titanen. Klar, das machen wir natürlich auch noch. Hier ist auch noch ein Schrein, das müssen wir machen, aber es ist eine Kraftprobe. Da ist noch, glaube ich, zu heftig für uns. Kraftprobe schwer. Was wir noch machen könnten, ich habe eigentlich noch voll keinen Bock aufzuhören, ne? Das ist so krass. Eigentlich müsste ich, weil mein Körper sich wieder dran gewöhnen muss, eigentlich was früher ins Bett zu gehen, weil ich Montag wieder arbeiten muss. Aber ich bin gerade so richtig... Dann kann ich auch auf YouTube nachschauen. Genau, ich mache Highlights. Und die sind dann auch auf YouTube dann. Genau. Was wir aber noch machen können. Können wir da eigentlich schon hin zu den Crocs? Damit wir Maronus
Damit wir diesen Maronus mal besuchen, kommen wir da schon ohne weiteres hin? Oder sind wir dafür noch zu klein? Ja? Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo war denn das? Huch. Nekluda. War das nicht hier? Noch zu klein, geil. Waren die Crocs nicht hier? Ich glaube, das war hier, ne? Bei mir das gleiche mit dem Schlaf, ja. Na, ich glaube, das hier ist ja wie so eine Art Baum, ne? Und ich meine, da waren die. Oder war hier das Gewittergebiet? Oh Mann, das ist schon was her. Die Crocs. Nee, neben Elden links. Direkt links neben Eldin. Also quasi hier. Dann könnte man doch rein theoretisch gesehen von hier aus dem Simrad-Schrein. Der Chat kommt ja später an. Ja, das stimmt. Da ist immer so ein bisschen Verzug drin. Das stimmt. Okay, natürlich am Regnen. Oh, sogar Gewitter. Ist jetzt natürlich die Frage. Habe ich irgendwas an? Ja, habe ich. Dann nehmen wir ein Bockschild. Dann nehmen wir hier sowas. Gut, dass wir noch solche Waffen haben. Gewitter? In Neuss? Oh, man sollte bei Gewitter natürlich nicht ins Wasser, ne? Das war natürlich auch clever. The Legend of Rain, Breath of the Wild. Ja. So, wir müssen jetzt irgendwie erstmal auf diese Straße kommen.